Moin Leute, seit kurzer Zeit ist Pandemie der Film erschienen und dazu gibt es natürlich ein Mediabook. Das wird jetzt ein Unboxing und eine Kritik, also willkommen im Nerdtrack. Ja Leute, so, das war das Unboxing zu diesem Pandemie der Film, der ja bei Busch Media rausgekommen ist, auf DVD, Blu-ray, digital und natürlich in diesem Mediabook, diesen limitierten Mediabook auf 2000 Stück. Ich habe hier die Nummer 1323 und ihr seht hier nochmal, habe ich gerade abgemacht, habe ich das vergessen im Unboxing zu zeigen, dass hier noch so ein Blatt ist, was man abmachen kann, dass natürlich hier kein FSK 16 drauf ist. Das Mediabook an sich ist wirklich wertig gemacht, ist ja aus Pappe hier und natürlich auch ist ein Booklet enthalten mit vielen Bildern. Vieles Bonusmaterial, auf jeden Fall lohnt sich das, würde ich das vielleicht zu kaufen, wenn man Sammler ist. Das kann ich schon mal empfehlen. Den Film kann ich aber soweit auch schon mal empfehlen, weil das ist wirklich ein gut gemachter Virus-Thriller, der natürlich sehr jetzt gut in die Zeit passt. Wenn der auch aus 2013 ist, ist er so wie ein bisschen wie Contagion, natürlich mit manchen Punkten übertrieben, aber man sieht auf jeden Fall, ob wie bei Contagion, was die Welt so anrichten kann, wie der Mensch denkt, wie er zum Beispiel Toilettenpapier hortet, wie sie durchdrehen, wie man halt ist. So nicht, dass man miteinander denkt, man denkt natürlich dann nicht, man denkt nur für sich. Das zeigt der Film auf jeden Fall ganz gut, der ja in Korea, sag ich mal, hergestellt wurde, auch von dem Macher von Snowpiercer. Und jetzt ist er jetzt halt erschienen unter Busch Media Group. Die haben den nämlich vertrieben, hatten den schon im August nämlich rausgebracht im Kino und jetzt ist er halt im Heimkino erschienen. Ja, und was kann ich noch sagen? Schauspielerisch geht das alles in Ordnung. Die Action-Szenen oder wenn es dann zu Gewalt kommt, sind auch wirklich nicht schlecht gemacht. Spannend, muss man auch sagen. Der hat mich wirklich teilweise wirklich überrascht. War auch kurzweilig. Der geht ja ungefähr 103 Minuten. Und was ich vielleicht so als Manko, ja, manchmal, ich sag ja, so ein bisschen übertrieben vielleicht. Aber man kann nicht viel meckern. Der Film hat wirklich gute Punkte gesetzt. Kamera und wenn er auch schon ein bisschen älter ist, finde ich eigentlich, man sollte diesem Film eine Chance geben. Pandemie der Film, auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Bekommt von mir 7,5 von 10, wirklich starke 7,5 von 10, weil er mich wirklich gut unterhalten hat. Und der jetzt einfach reinpasst in diese Pandemie, die wir jetzt gerade haben auf der Welt. Und ja, das würde ich euch nämlich dann so gesehen empfehlen. Ja, was sagt ihr dazu? Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Habt ihr diesen Film schon gesehen? Würde mich gerne freuen über ein Abo. Und würde sagen, Leute, schaut doch mal gerne bei Busch Media vorbei. Die sind natürlich auf Facebook. Und ich habe auch alles hier verlinkt in der Videobeschreibung. Die haben auch eine Website. Die bringen auch noch andere Filme raus. Sehr viele asiatische Filme. Independent halt in diesem Bereich. Und wenn ihr weitere Sachen natürlich gucken wollt, schaut doch mal gerne vorbei. Die würden sich natürlich gerne freuen. Ich würde sagen, Leute, bis dann und ciao und bam.